Hallo Leute, wir stehen hier vor den langen Treppen im Paul-Löbe-Haus. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe die Befürchtung, dass ich die gleich hochrennen muss. Du kennst mich gut, ja? Das ist der Tipp. Ich versuche ja möglichst in diesem Haus, in diesem Paul-Löbe-Haus, nicht die Fahrstühle zu benutzen. Jedenfalls nicht, wenn es rauf geht. Das ist so mein persönlicher Sport. Und hier gibt es diese spektakulären Treppen und ich dachte, die gehen wir jetzt mal gemeinsam rauf. Du sagst ja, persönlicher Sport. Warum integrierst du mich jetzt in diesen Plan? Weil du das auch mal mitbekommen sollst, wie das Leben eines Abgeordneten ist. So, ich nehme dir erstmal die Kamera. Okay, jetzt sind wir. So. Jetzt gehen wir die Marathontreppen hoch. Naja, so Marathon ist es nicht. Okay. Komm, los. Also du fährst selten mit dem Fahrstuhl, so wie ich gerade rausgehört habe. Naja, runter, man sagt ja irgendwie runter soll man nicht die Treppen gehen. Wieso? Ja, weil das für die Knie schlecht ist. Ah, richtig, okay. Aber rauf ist dann irgendwie gutes Training. Was machst du denn sonst, um dich fit zu halten? Ich meine, man hat ja wenig Zeit, du bist die ganze Zeit hier oder im Wahlkreis. Also ehrlich gesagt, ich habe zu Hause so ein kleines, wie nennt man das? So ein Stepper? Nee, nicht ein Stepper, so ein Ergometer, so ein Trimmlichtrad. Wenn es die Zeit erlaubt, gehe ich dann darauf. Und ansonsten steige ich Treppen. Aber du bist ja jung und fit. Jetzt machen wir mal Zwischenpause. Guck mal, wo sind wir? Kann man das erkennen? Nee, ne? Nee, Moment. Da ist das Kanzleramt. Ich hab da irgendwie... Okay, so, bist du fit? Ja, Level 2. Level 2, los, komm. Und wie ist es eigentlich mit dem ganzen Essen? Gut, jetzt machst du ein bisschen Sport und so. Aber mit dem ganzen Essen? Also du bist doch oft eingeladen, oder? Und dann seid ihr ständig am Essen? Ja, ich war ständig am Essen. Das hört sich ja an. Es gibt natürlich Arbeitsessen, aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass man ständig irgendwie Buffet hinterhergetragen bekommt. Es gibt schon Kollegen, die legen ganz schön zu im Laufe der Zeit. Du hast nicht zugelegt, so wie ich es beobachten konnte. Naja. Doch? Es ist schon... Das wird schon immer schlimmer, ja? Tipp, einfach eine größere Hose kaufen. Ich versuche schon so ein bisschen Diät normal. Zu machen. Nein, das nicht, aber normal zu bleiben, so einigermaßen. Aber wie ist es denn mit diesen Diäten, die ihr da bekommt? Vielleicht erklärst du das mal. Du meinst das Geld, das wir bekommen? Naja, wir kriegen halt eine Aufwandsentschädigung oder Diät. Die ist sehr ordentlich. Also es sind rund 9.000 Euro aktuell. Da wird immer wieder gesagt, das ist viel zu viel. Auf deiner Seite ist es natürlich schon ein anstrengender Job und auch ein Spitzenjob, ein verantwortungsvoller Job. Mhm. Das ist so viel wie Bundesrichter bekommen. Mhm. Also es ist eine hohe Bezahlung, aber im Rahmen des öffentlichen Dienstes. In der Privatwirtschaft wird natürlich viel mehr bezahlt. Manche sagen, es ist sogar zu wenig. Es ist eine ordentliche Bezahlung, die natürlich auch eine Unabhängigkeit garantieren soll, damit man möglichst unabhängig ist für irgendwelche Korruptionsversuche. Wir sind jetzt fertig mit den Treppen, wie euch aufgefallen ist. Und seid mal richtig außer Atem, habt ihr ja gehört, oder? Was? Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.